großes Thema im Tierpark Berlin. Die Tiere sollen sich nicht langweilen. Die Pfleger haben aber meistens so viel zu tun, dass nur wenig Zeit für eine ausreichende Beschäftigung bleibt. Bei den Rotscheitelmangaben gab es unerwartete Unterstützung von einem Kindergarten. Die haben wir von Sabine aus dem Kinderzoo bekommen. Hat ihre Tochter im Kindergarten gebastelt, so als Tierbeschäftigung. Das ist ja schick. Und hier sind ja auch noch richtig Mühe. Rosinen drin und alles. Was? Und wo sind Rosinen drin? In den Kinderbällen. Richtig. Sehr cool. Ja, mal gucken, was die Affen damit machen, ne? Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, will. Ja, da waren die Kinder beschäftigt. Jetzt sind die Affen bestimmt auch noch beschäftigt. Mach mal los. Jetzt hast du es schön gemacht. Da hängen sie aber hier rüber. Ja. So, Hasis, jetzt wird's interessant für euch. Ihr Fein. Jetzt bin ich mal gespannt. In freier Wildbahn sind die Affen einen Großteil des Tages auf Nahrungssuche. Dank der Beschäftigungsgirlande aus dem Kindergarten ist es im Tierpark nun fast genauso. Die Rosinen sind nur schwer zu erreichen. So, eine ganze Plakette. Bilder machen, Axel. Ja, genau, für den Kindergarten. Das Bild ist jetzt für die Kinder, die es gebastelt haben. Damit die es dann sehen, wie das angenommen wurde. Dann können die Kinder halt gleich sehen, dass der ganze Aufwand halt nicht umsonst war, sondern die können es gleich sehen, wie schön das da gelaufen ist. Die Affen sind beschäftigt und es dauert noch eine halbe Stunde, bis die Affen fertig sind. Und natürlich haben wir dann auch jetzt Ideen wieder dafür gesammelt, was wir auch mal machen können. Das geht ja auch alles. Eines der Weibchen bewegt sich besonders vorsichtig. Aus gutem Grund. Die Sina ist, also die ist tragend. Und jetzt kann man da oben wunderbar sehen, wenn sich ein bisschen dreht und bewegt. Den dicken Bauch da unten. So jetzt so von der Seite. Ist im Prinzip ähnlich wie beim Menschen. Den dicken Bauch kann man eigentlich also dann halt nicht mehr übersehen nachher. Und, man merkt es ja auch schon, die ist nicht mehr so agil wie vorher. Das ganze Verhalten ist dann auch verändert. Sie ist ruhiger jetzt geworden in letzter Zeit. Ob hochschwanger oder nicht, alle Rotscheitelmangaben sind gut beschäftigt. Danke an die kleinen Bastler aus der Kindergartengruppe. Und schön, dass die Kette auch so lang ist. Da haben wenigstens alle Affen dran Platz, ne? Im Zoo Berlin hat sich der Kosmetiker zum Hausbesuch angemeldet. Die Kundin, Spitzmaul-Nashorn-Dame Ine. So, Ine. Komm mal her, Süße. Komm mal her hier. Ein paar kleine Feigen. Mal ein bisschen was für deine Haut tun, wa? Erstmal ein bisschen einschleimen, ein bisschen verwöhnen. Ne? So ist fein hier. So ist fein. So, das Öl stand schön auf der Heizung vorher. Dadurch natürlich schön angenehm. Ja, ist einfach die trockene Haut. Also, sie ist jetzt noch nicht wirklich ein sehr altes Tier. Sie wird 30. Dieses Jahr. Und ja, da muss man dann doch irgendwann schon mal so ein bisschen Hautpflege betreiben. Sie kennt das eigentlich. Sie findet es schön, wir werden unsere Hornhaut los vom Arbeiten hier. Und dem Tier gefällt es. Ansonsten würde sie nicht stehen bleiben. In der afrikanischen Savanne würde Ine von Zeit zu Zeit Schlammbäder nehmen. Aber gelegentliche Ölmassagen sind offensichtlich genauso gut. So, ist fein. Zuerst mal hinsetzen, genau, und jetzt weiter runter. Komm weiter runter, Ine. Na? Hier an den Beinen hat sie ganz weiche Haut. An den Schenkeln hinten. Ja, ich fühle mal auch gleich so ein bisschen die alte Haut. Ja.
will sie nicht. Ich will deine Bauchfalten noch ein bisschen eincremen. Hm? Aber ein altes Mädchen wie du darf ja schon Falten am Bauch haben, wa? Hast ja schon ein paar Kinder drin gehabt. 4, um genau zu sein. Hm? Einen ganz verträumten Blick hast du noch. Kann man richtig schön sehen in den Augen, ne? Ganz verträumten Blick hast du jetzt. Dann weiß man doch, dass man das doch richtig macht, auf jeden Fall. Dann denkt man nicht, dass so eine Tiere auch verschmust sein können, aber das ist natürlich immer so ein Beweis, dass man das wirklich sehen kann. Reicht dir das, Ine? Für heute? Ja. Das Aquarium im Berliner Zoo ist eines der artenreichsten Schauaquarien der Welt. Einer der anmutigsten Bewohner ist die gepunktete Wurzelmundqualle. Um die Tiere in ihrer ganzen Pracht zeigen zu können, muss ihr Zylinder alle 6 bis 8 Wochen gereinigt werden. Heute ist es mal wieder soweit. Hoppala. So, na ja. Ich erwarte die erste Quallenlieferung. Einen Moment. Ja. Ja, dann ein feines Händchen. Ja, man muss aufpassen, dass man die nicht zerdrückt hinten am Kescher. Man darf jetzt nicht so doll rumfuhrwerken mit denen. Sonst gehen die kaputt. Die sind ja dann doch recht empfindlich, so, was das angeht. Quallen bestehen ja auch zu 99% aus Wasser. Um sich wohlzufühlen, benötigen die gepunkteten Wurzelmundquallen eine leichte Strömung. Deshalb können sie nicht lange in dem Eimer bleiben. Garten. Hältst du? Der dient nur dem Transport ins Übergangsquartier. Ja. Jo, danke. Und die bringen wir jetzt runter, weil da ist extra so ein Kreiselbecken, dass die schön weiterschwimmen können in der Schwebe. Ist da extra angeschlossen. Das müssen wir jetzt bloß füllen. Dann kommen die da rein und dann können wir hier endlich sauber machen, richtig. Gut. Gib mal kurz den Kescher weg. Wenn die gepunkteten Wurzelmundquallen nicht gerade in einem Glaszylinder oder Eimer zu finden sind, leben sie hauptsächlich im Indischen Ozean und im Pazifik. Sie sind übrigens noch unter einem anderen Namen bekannt. Im Deutschen heißt die Sternhimmelqualle auch, wird sie auch genannt. So, der ist jetzt voll. Da kann man sehen, warum die so heißen, weil sie hier einfach so eine kleinen weißen Punkte, das sind Kalkeinlagerungen, die dem Schirm noch mal ein bisschen Stabilität geben. Die sind zwar auch giftig, aber die kommen nicht durch die Haut und haben relativ schwaches Gift. Also keine Gefahr für Daniel Strozinski. In ihrem Kellerquartier finden die Quallen optimale Lebensbedingungen vor. Temperatur, Strömung, Salzgehalt des Wassers, alles wie im großen Zylinder ein Stockwerk höher. Dort geht die Arbeit erst richtig los. Bei Pablo und Maya, den Tapir-Pärchen, droht Langeweile aufzukommen. So. Doch keine Sorge, Beschäftigung naht. Jetzt haben wir ein bisschen die Tierpflegerbeschäftigung. Das ist teilweise genauso lange manchmal die ganze liegen lassen. Okay. Dauert manchmal genauso lange wie die Tierbeschäftigung. Mhm. Wir müssen uns natürlich immer mehr Gedanken machen, um die Tiere, sag ich mal, so ein bisschen nicht spielen zu lassen, sondern einfach zu beschäftigen, dass die halt einfach was zu tun haben, um an den Futter ranzukommen. Das ist im Falle von Maya und Pablo gar nicht so einfach. Die beiden sind nämlich etwas träge. So sieht es aus, wenn sich das Pärchen beeilt, um zum Futterball zu kommen. Würden sie langsam machen, müssten die nachfolgenden Sendungen verschoben werden. Endlich haben sie den Ball erreicht.
Carsten Schwendt und Praktikantin Olga Strawn kennen das gemächliche Tempo der Tapire. Vielleicht brauchen sie mal was Neues. Ja, muss natürlich mal so ein bisschen versuchen, natürlich auch die Tiere so ein bisschen zu fordern. Nicht, dass man jeden Tag immer das Gleiche macht. Natürlich immer schön, wenn man immer so ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Den einen Tag legen wir den Ball auf den Boden, den anderen Tag hatten wir ihn mal angehängt, dass der in der Luft hing. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich auch mal gegenpendeln, gegenbaumeln. Gemächlich, aber durchaus mit sportlichem Geschick, wird der Ball geleert. Sind sehr kopfballstark, die Tapire. Also beidfüßig würde ich sagen, sind sie nicht. Ein Torschießen wird problematisch werden, aber... Oh, guck mal, so auf dem Fuß. Also er versucht doch langsam. Ja, wie gesagt, jedes Tapir seine eigene Technik. Naja, 45 Minuten, glaube ich, schaffen sie nicht. Das ist dann eher so eine Junior-Fußball-Halbzeit. Ich denke mal, so 20 Minuten etwa werden sie schon damit zu tun haben jetzt hier. Bis sie vielleicht irgendwann die Lust verloren haben oder ganz genau merken, ah, da kommt nichts mehr raus. Ohne Futter ist so ein Fußballspiel für Tapire so spannend wie für uns ohne Tore. Neuen Wohnraum finden. In Berlin gar nicht so einfach. Gerade dann, wenn das Zuhause heller und größer werden soll. Umso schöner, dass es mit der neuen Wohnung für die Gelbbrustkapuziner im Affenhaus geklappt hat. Der Umzug ist gerade in vollem Gange. So, nun lassen wir es raus, wa? Das ist der potenziell gefährlichste hier. Fido, der Jüngste der Familie. Ein Affe nach dem anderen verlässt mit Vollgas seine Umzugskiste und erkundet die neue Anlage. So eine Kapuzinerfamilie ist deutlich größer als eine deutsche Durchschnittsfamilie. Das sind ein Paar plus vier Jungtiere. Die Viere sind alle hier geboren im Tierpark. Ein schöner Erfolg für Kurator Dr. Andreas Pauli. Denn die Gelbbrustkapuziner zählen in ihrer Heimat Brasilien zu den am stärksten bedrohten Arten. Die Berliner Affenfamilie ist durch den Umzug noch etwas aufgeregt. Die wirken so ein bisschen ängstlich. Der Vorteil ist hier halt, dass die Käfige so hoch sind. Ne? Manchmal auch in den Brüllaffen, die sind viel entspannter, wenn sie nach oben weg können. Ne? Die Brüllaffen sind die neuen Nachbarn. Von der Intelligenz her sind das die intelligentesten Affen, die wir hier haben. Das sind unsere Prüfer. Wir überlegen uns irgendwas und gestalten das. Und dann sehen wir, ja, Fingerfertigkeit, ganz toll. Ja. Ja, das sind kleine Zerstörer, leider. Das ist so ähnlich wie bei den Rotscheitelmangaben, die machen auch alles kaputt. Dann befinden sich die Neuzugänge ja in bester Gesellschaft. Die Mark ist hier, die Pole offen gekommen. Kann man wahrscheinlich jahrelang die Einrichtung drin lassen, ohne dass was passiert. Ne? Gut, das war's. Dann muss ich erst mal eingewöhnen. Wir kriegen bestimmt gleich Frühstück, oder? Ja. Ja. So. Das sieht die Welt schon mal besser aus. Bei den Gelbbrustkapuzinern folgt auf den Umzug die Erschöpfung. Das ist ganz normal nach dem überstandenen Stress. Am besten hilft da eine Runde Gruppenkuscheln. Im Zoo-Aquarium ist alles für die Reinigung vorbereitet. Die gepunkteten Wurzelmundquallen sind im Ersatzbecken und die Pfleger haben das Wasser aus dem Zylinder gelassen, in dem die Quallen normalerweise leben. Dann kann's ja losgehen. Und zwar mit dem Austauschen der Bodenplatte. So, kann weitergehen. Achtung. Du kannst erst mal absetzen. So, jetzt kann man ja sehen, wie dreckig das hier ist. Da, wo wir nicht hinkommen mit dem Putzer, ne? Hier an den Seiten haben wir Alge.
Und da hinten ist das Hydrozoa. Das ist genau diese Plage, die wir hier haben. Das sind auch Nesseltiere, das sind Polypen quasi. Und das ist der Hauptgrund, warum wir das sauber machen müssen. Alle 6 bis 8 Wochen. Weil das geht echt schnell, wie die sich vermehren. Kann man ja hier sehen. Die winzigen Übeltäter sorgen zusammen mit den Algen dafür, dass man alle 6 bis 8 Wochen statt der Quallen einen Tierpfleger in dem Glaszylinder bewundern kann. Gut schaut's aus. Kann man so lassen. Jetzt muss ich dich wieder bezahlen, dass du mich hier rausholst. Anders als die Quallen kann Daniel Strozinski den Zylinder leider nicht in einem Eimer verlassen. Das geht nur mit 2 Leitern und der Hilfe von Christian Heller. Gibst du mir? Hab ich. So. Das sieht doch schon ganz anders aus. Ich gehe einmal aufdrehen. Der Zylinder ist gereinigt. Jetzt noch frisches Wasser und die Quallen können zurück in ihre vertraute Umgebung. Man sieht, die bewegen sich gut. Ist alles in Ordnung. Das ist ja auch nur der kurze Weg von unten hier nach oben. Und das ist ja auch das gleiche Wasser. Also da passiert jetzt nichts. In so einem Eimer kann man die natürlich nicht lassen. Also müssen sie möglichst schnell rein, weil da ja keine Strömung ist. Ja? Die liegen dann gleich einer auf der anderen. Und dann setze ich die jetzt schnell rein. In den Zylinder. Ein schöner Moment für alle Beteiligten. Sieht alles sehr gut aus. Die Glaskonstruktion mit eingebauter Strömung ist übrigens eine Erfindung von Pflegern aus dem Berliner Zoo. Vor 20 Jahren für die Quallen entwickelt, besitzt der Zoo bis heute das Patentrecht auf den Zylinder. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen, heißt es beim Fußball. Ob das auch für die Spieler im Menschenaffenhaus des Zoos zutrifft? Tierpfleger und Bonobo-Teilzeit-Fußballtrainer Ruben Gralki bereitet das Spiel seiner Mannschaft vor. Die spielen einfach gerne mit Bällen. Gerade unsere Jungtiere hier drin. Und das sind jetzt hier auch so Bälle, die sie überhaupt nicht kennen. Und da wird es erstmal ganz schöne Aufregung geben. Und dann hoffentlich irgendwann Spiel. Und dann machen sie wahrscheinlich auch kaputt. Und Geräusche machen die zum Teil auch noch. Also ich glaube, da haben die dann lange mit zu tun. Die Spannung steigt. Anspannung bei den Spielern. Nur noch wenige Sekunden bis Spielbeginn. Und zeitgleich mit dem Anpfiff erfolgt auch schon das erste Handspiel. Was aber keinen der Bonobos besonders stört. Offenbar sind die intelligenten Menschenaffen eher Hand als Fußballer. Und vor allem sind sie Forscher, die unbedingt herausfinden wollen, was man alles mit den Bällen anstellen kann. Eine besonders engagierte Forscherin ist Likemba. Doch sie zieht eine falsche Schlussfolgerung. Das macht sie, weil wir manchmal Futter reinmachen. Denkt sie, sie könnte was rausschütteln. Wenn da kein Futter drin ist, vielleicht kann man den ganzen Ball essen. Nein, schmeckt anscheinend nicht. Aber Likemba, die wird den da noch eine Weile hüten, den Ball. Kann gut sein, dass die auch beim Fressen immer diesen Ball dabei hat. Dass sie den nicht mehr aus der Hand gibt heute, vielleicht auch morgen nicht.
zählen zusammen mit den anderen Menschenaffen zu den allernächsten Verwandten des Menschen. Und genau wie menschliche Kinder sind auch Bonobo-Kinder besonders neugierig. Es sind vor allem Jungtiere, die das neue Spielzeug anfassen, ausprobieren, was es aushält und einfach alles Mögliche und Unmögliche mit ihm anstellen. Ob zuschauen von der Seitenlinie, Bälle werfen, einfach nur mit dem Ball kuscheln, oder dribbeln. Beim Bonobo-Fußball ist alles erlaubt. Mal sehen, wie lange die Bälle diese Behandlung noch aushalten. Spitzmaulnashorndame Ine soll jetzt trainieren. Hallo Ine. Na Rosa, wollen wir ein bisschen wieder üben? Ganz dreckige Augen hast du, ne? Ganz dreckige Augen hast du. Du siehst mich doch gar nicht, wa? Aber hören ist eh wichtiger. So, dann gehen wir mal rüber zur anderen Tür. Wir müssen da mal so ein bisschen gleich bleiben. Das war halt, würde ich sagen, wir haben eine Tür, wo wir sie futtern und die andere Tür drüben zu trainieren, dass die halt eine Gewohnheit hat. So, Ine, kommst du her? Ja, du bist schon da. So, ist schön. Aber wir wollen versuchen, Blut abzunehmen. Und Ine ist ja leider so ein bisschen unser Sorgenkind zurzeit, dass sie wirklich teilweise schlecht frisst, wenig trinkt und dass wir einfach so ein bisschen gucken können, dass wir vielleicht so ein paar Sachen ausschließen können. Die Sache ist, es ist relativ schwierig, sie jetzt so zu positionieren. Wir müssen sie nicht frontal zu uns stehen haben, wir wollen sie seitlich stehen haben. Dass sie wirklich uns nicht verletzen kann, wenn wir halt wirklich versuchen, da Blut abzunehmen. Da trainieren wir jetzt hin, dass wir bei ihr ohne Gefahr Blut abnehmen können. Es ist immer schwierig, sie kennt das jahrzehntelang, dass sie so dastehen muss. Dann wird sie gefüttert, kann betteln und kriegt was. Jetzt kriegt sie allerdings nicht. Jetzt sind wir natürlich immer dran, jetzt müssen wir versuchen. Sie muss begreifen, dass sie sich umdreht. Dass sie sich seitlich heranstellt. Und das müssen wir dann so versuchen, dass er immer wieder entweder mit einer Pfeife oder beziehungsweise haben wir halt hier einen Klicker in der Hand, mit dem wir halt dann die positiven Sachen einfach belohnen. Und das finden wir halt immer dran, dass wir sie halt drehen. Komm mal rüber hier. Jetzt stellst du sie schon seitlich hin, das ist aber die falsche Seite, wir wollen die andere Seite haben. Aber wenn ich sie jetzt füttern würde, belohnen würde, würde sie denken, oh, ich habe was richtig gemacht, dann bleibe ich jetzt so stehen. Und sie muss jetzt wirklich versuchen, was will er jetzt von mir? Und sie muss mir dann Sachen anbieten, die ich dann belohne. Fange ich meistens erstmal an, die einfach ein bisschen zu kraulen, zu streicheln. Und da kommt sie meistens von sich selber schon auf die Idee, dass sie einfach sagt, ah, okay, ich will gestreichelt werden, da muss ich mich seitlich ranstellen. Ja, das will ich nicht, Ine. Wie gesagt, das ist natürlich sehr schwer. Ein Hund kann man ja auch nicht einfach Platz beibringen oder Sitz. Ein Hund versteht einen ja nicht und weiß, was man von ihm möchte. So ist fein. Komm hier rüber, Ine. Ine, komm, Stand. So ist fein. Man kann so ein bisschen schon sehen, dass sie doch relativ schnell jetzt wieder begriffen hat. Ah, was will er jetzt von mir? Stand. Dass sie sich jetzt wirklich schon so gedreht hat, Ine, Stand. Dass wir sie halt wirklich füttern, belohnen, Stand. Dass sie halt wirklich merkt, ah, okay, ich muss mich so seitlich hinstellen. Ziel wäre natürlich, man kommt nur an und sagt, Ine, Stand. Und dann stellt sie sich schon so in diese Position hin, die wir natürlich haben wollen. Jetzt könnte sie noch ein bisschen näher rankommen. Jetzt steht sie ein bisschen unruhig mit den Beinen da. Jetzt ist das eine Bein nach hinten, langer Hals gestreckt, das ist wieder so ein bisschen unsicherer Stand. Komm rüber hier. Stand. Da ist noch Luft nach oben. Und gleich will Carsten Schwendt an Ines Ohr, wenn sie es zulässt. Klickertraining ist aus dem Arbeitsalltag in zoologischen Einrichtungen kaum mehr wegzudenken.
Oft ersetzt es den Einsatz der Betäubungsspritze, weil sich die Tiere dank des Trainings freiwillig behandeln lassen. Das ist auch das Ziel bei dem neugierigen Altai-Luchs-Mädchen Kiska. Kiska, komm hoch. Komm hoch. Biologin Dr. Jennifer Zamel trainiert im Rahmen eines Projekts regelmäßig mit Kiska. Komm hoch. Gut. Im Großen und Ganzen macht sie gerne mit. Wir versuchen jetzt mehr Ablenkung reinzubringen. Wir haben jetzt auch öfter eine Kollegin dabei, weil ja irgendwann die Tierärztin auch dabei ist. Und das ist so ein bisschen schwierig noch, aber sie gewöhnt sich langsam dran. Kiska, hopp, komm hoch, hopp. Jawohl. Jennifer Zahne ist zufrieden. Noch ist Kiska weit davon entfernt, eine Ultraschalluntersuchung an sich zuzulassen. Aber das Projekt ist langfristig angelegt. Und Kiska macht Fortschritte. Gut. Die Position ist noch nicht optimal. Also wir arbeiten immer noch daran, dass sie uns den Bauch zuwendet. Aber sie lässt sich am Bauch bereits berühren. Und das ist die größte Voraussetzung, um überhaupt Ultraschall machen zu können. Also ich denke, wenn sie richtig liegt, ist der Rest Kinderspiel. Und Bauch berühren. Komm her. Bauch berühren. Doch noch ist das Berühren des Bauches keine Routine. Heute klappt es nicht. Das junge Altai-Luchs-Mädchen hat eben auch seine Launen. Kiska, komm mal her. Und nochmal komm. Target. Sehr gut. Bei besonders guten Ausführungen gibt es sowas, was wir Jackpot bezeichnen. Dann gibt es halt möglichst viel, damit das Tier es in guter Erinnerung behält und sagt, das ist genau das, was ich machen soll. Und das mache ich auch gerne. Dafür gibt es ja was Gutes. Die Übungen leben vom gegenseitigen Respekt zwischen Tier und Mensch. Also ich sehe das Training immer so als Team auch. Wir sind wirklich Partner auf Augenhöhe. Und sie hat mit mir eigentlich keine schlechten Erfahrungen. Ich bringe natürlich immer das gute Futter mit und versuche sie zu motivieren, mitzumachen. Und normalerweise ist das auch nicht schwer. Das ist halt Abwechslung. Ja. Hm? So, Mäuschen. Wir machen noch eine Übung, okay? Komm her. Noch einmal. Komm hier unten. Einmal noch Tage. Super. Dann lassen wir dich jetzt raus, ne? Okay, na komm, Kiska, komm raus. Für heute reicht's. Kiska hat prima mitgemacht und soll nicht überfordert werden. Mama Dunja und Papa Alex warten schon auf ihr Kind. Das Klickertraining wird immer populärer. Nicht ohne Grund. Prinzipiell kann man es bei allen Tieren, also ich sag mal bei allen Säugetieren auf jeden Fall, aber es werden auch Krokodile trainiert, es werden Fische auf die Art und Weise trainiert, also ja, es funktioniert bei allen. Die Zeit zwischen den Trainingseinheiten genießt Kiska aber auch. Was hat die Biologin gerade über das Klickertraining gesagt? Es funktioniert bei allen. Tycoon würde dem nicht widersprechen. Er ist ein Anoa und gehört beim Klickertraining schon zu den Fortgeschrittenen. Tycoon, komm, Großer. Komm her, Dicker, komm. Wollen wir ein bisschen arbeiten? Na komm, Dicker. Ja, ich hab bei dem Wetter auch keinen Bock. Muss aber sein. Ja, das Training, das dient in erster Linie der Beschäftigung. Wir wollen halt ihn mehr an uns binden. Wir wollen die Möglichkeit haben, gerade bei tierärztlichen Einsatz mehr am Tier arbeiten zu können. So, na los. Einmal berühren. Berühren. Ja, fress nicht, die fliegen wieder auf. Ne? Tycoon, halten. Nee, den will ich noch nicht. Nur halten. Okay. Wenn er den Huf hebt. Das ist eine Sache, die hat er mir von sich aus angeboten. Und man sieht es, je länger das Training dauert,
desto mehr versucht er dann halt auch von sich aus, mir irgendwas zu zeigen, irgendwas zu geben. Und das, daraus versuche ich dann was zu machen. Der nächste Schritt bei ihm wäre jetzt zum Beispiel, dass er lernt, sich hinzulegen. Körper. Manchmal ist der Schüler allerdings abgelenkt. Steh. Ja, die Fliegen fressen dich auf, ne? Furchtbar. Oder verliert die Lust. Ey! Keinen Bock mehr? Da willst du noch oder willst du nicht mehr? Ein bisschen habe ich noch. Noch scheint Tycoon Lust zu haben. Halten. Und Huf. Halten, Tycoon. Nee, das war nix. Halten. Huf. Du sollst am Target bleiben. Halten. Huf. Okay. Halten. Nur halten. Jetzt machen wir mal eine Ohrenkontrolle. Super. Und steh. Die Spritze ist nur eine Attrappe. Sie dient zur Gewöhnung. Fein, Dicker. Das ist in der Regel für ein Tier immer ein unheimlich großer Eingriff, der meistens auch mit einer Narkose verbunden ist. Und indem wir ihm das antrainieren, eine Spritze zu setzen oder sogar Blut abzunehmen, ersparen wir dem Tier die Narkose und die Betäubung. Und das kann dann alles innerhalb von wenigen Minuten abgehandelt werden. Kleiner Pieks, die Sache ist erledigt. Schau nochmal. Schnute. Schnute. Leider ist diese Übung noch im Aufbau. Er macht noch nicht die Schnute so lange auf, dass ich da wirklich hantieren kann. Aber mir reicht da erstmal schon mal ein Blick, den ich da reinschmeißen kann, um mir erstmal ein Bild zu machen. Aber mehr lässt er da leider noch nicht zu. Okay, machen wir Schluss. Ja? Hast super mitgearbeitet. Zum Schluss noch mal der Big Point als große Belohnung. Fein, Digga. Ganz fein. Super. Doofen Fliegen, ne? Ich hab hier mit den Wespen zu tun am Belohnungsbecher und er mit den Fliegen. Im Menschenaffenhaus des Zoos erwartet die Orang-Utans eine Überraschung. Wie reagieren die intelligenten Tiere auf Heuschrecken, fragt sich Jessica Goldmann. Schauen wir mal, ob wir da ein paar reinkriegen. Da muss man ein bisschen hart im Nehmen sein, ist nichts für zierliche Nerven, sage ich mal. Schon auf der Hand sitzen. Ich will sie ja hier in die Röhre haben. Zack, da sind sie schon weg. Ja, genau. So, wieder eingefangen. Und Holzwolle oben drauf. Bin ich ja mal gespannt, was unser Jüngster dazu sagt, der Bulan. Der gleich wieder aufgeregt ist und sich an Mami festkrallt oder ob er doch heute mal ganz mutig ist und das alles alleine schafft. Oder es kommt ganz anders. Da die Orang-Utans Heuschrecken noch nie gesehen haben, sind Prognosen schwierig. Dass die gleich ein bisschen was zu tun haben. So, und eine legen wir mal, damit die Besucher was sehen können. Direkt hier vorne hin und dann schauen wir mal, wie sie reagieren. Lassen wir sie mal rüber. Als erstes kommt Manu herein. Klar, er ist der Chef der Gruppe. Und schnappt sich gleich eine der Röhren. Der kleine Bulan zieht sich zurück. Aber Mutter Bini erhascht eine weitere Röhre. Was passiert nun? In freier Wildbahn gehören neben Früchten und Blättern auch Eier und Insekten zur Orang-Utan-Nahrung. Und Heuschrecken? Die müssen die Menschenaffen erst mal finden. Jetzt guckt sie, aber nichts zu fressen drinnen. Na, sowas aber auch. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen frustrierend für sie.
Sie guckt jetzt da so runter, aber sie sieht die Heuschrecken. Ist sie nicht so geheuer? Na? Da, batsch, batsch. Da werden sie kaputt gemacht. Aber die Heuschrecken sind doch ganz schön zäh. Bini, musst du ihm mehr Mühe geben. Jetzt hat sie sie. Ja, das ist halt was, was sie so überhaupt nicht kennen, ne? Das sind halt Krabbeltierchen. Die haben jetzt wahrscheinlich gedacht, da sind lecker Rosinchen oder Datteln und Feigen drin. Aber Pustekuchen. Ja, Bulan ist immer so ein bisschen ängstlich, der klammert sich da immer an Mutti fest, wenn irgendwas ungewohnt ist. Und Bulan sucht halt immer noch Zuflucht bei Mutti. Da wird er dann nochmal zum Baby und muss dann nochmal ein bisschen sich an Mamis Brust klammern. Bulan hat also Angst vor Heuschrecken, Bini zerquetscht sie und was macht Manu? Der ignoriert die Heuschrecken. Los. War nicht interessant? Nein? Mehr Leid. War ein bisschen frustrierend für dich. Aber für Bini und Bulan auch. Da geht er wieder. Na gut. Kann man nichts machen, war ein Flop heute. Im Nachttierhaus des Zoos teilen sich Mutter und Tochter Rostkatze ein Gehege. Besonders die Tochter ist sehr scheu. Aber das soll sich ändern. Also wir gehen jetzt gleich zu den Rostkatzen und versuchen halt so ein bisschen Training bei denen anzuwenden. Wir haben genau vor 5 Tagen angefangen und sind halt noch nicht wirklich weit. Mal gucken. Probiere jetzt auch schon mal das Target mit einzubringen. Einfach, dass sie mal schnuppert dran. Das ist ja eigentlich auch schon eine Aufgabe, weil mit diesem Target beginnt ja sozusagen die Trainingsübung. Los geht's. Ganz wichtig, nichts Bewegliches zu den Rostkatzen mitnehmen. Ich mal noch meine Strapse hier an, sonst wackelt alles umher. So. Ich habe ihr am Anfang die Stückchen zugeworfen. Es hat nicht wirklich funktioniert. Und mittlerweile mache ich es jetzt so, dass ich hier mit Pinzette sie fütter. Irgendwann wird vielleicht mal mein Ziel sein, ihr das Futter aus der Hand zu geben. Aber die Stückchen, wie man ja hier sieht, sind so mini klein. Und wenn ich die jetzt in die Hand nehmen würde, würde sie mir garantiert reinbeißen. Wenn man die Katze sieht, denkt man sich immer, das ist so ein kleines Mäuschen. Aber wie gesagt, sind auch nicht ohne, haben schöne Krallen und auch schöne Zähne. Hallo, mein Mäuschen. Na, komm mal mit. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal hier zu mir. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Achtung. Na? Aha. Bitteschön. Super. Komm mal hier. Komm mal hier. Mausi? Achtung. Nein. Ja. Hier? Gut. Mal kleine Schritte machen, ne? Gut. Komm mal hier. Hier fixieren. Hier fixieren. Gut. Mal klein fangen wir an, ne? Durch die ständige Wiederholung lernt die Rostkatze Target und Klicker mit etwas Gutem zu verbinden. Ja. Nochmal. Gut. Mit leckerem Fleisch. Bitteschön. Super. Na, nochmal. Hier, Mausi. Mausi. Gut. Gut. Hör auf zu meckern. Nein. Du bist aber auch manchmal eine kleine Kröte, ne? Deswegen machen wir das ja. Klasse. Super machst du das. Gut. Und nochmal. Mach noch einmal. Einmal hier fixieren, bitte. Und dann kriegst du ein Abschlussleckerli. Achtung. Komm hier. Hier fixieren. Na, dann machen wir ganz einfach. Gut. Toll mitgemacht. Ich danke dir. Bitteschön. Gut. Noch sind die Übungen einfach. Wichtig ist, dass die Rostkatze konzentriert ist. Heute war sie wieder erstaunlicherweise gut.
gewesen. Gestern war sie nicht so gut. Am Anfang war es noch besser. Und dann merkt man aber, wie schnell, glaube ich, einfach der Appetit so schwindet irgendwie. Und dann hat die keinen Bock mehr. Und wenn es halt, es ist halt schwer. Bei den Tieren ist es halt so, dass sie schnell keine Lust mehr haben auf eine und dieselbe Übung. Die Pfleger der Nashörner sind besorgt, weil Spitzmaul-Nashorndame Ine zu wenig frisst. Carsten Schwendt bereitet sie auf eine baldige Blutabnahme vor. Ine, stand! Man kann auch manchmal wirklich beobachten, sobald der Klick kommt, macht sie gleich ihre Oberlippe hoch. So, das ist hier ein Stauschlauch. Da üben wir auch schon eine Weile dran. Dass wir einfach so ein bisschen das Blut stauen im Ohr. Ine, stand. Na, weil im Ohr kann man die Venen am besten sehen. Weil da einfach die Haut am dünnsten ist und dadurch lässt sich da am leichtesten Blut abnehmen. So, natürlich muss man immer so ein bisschen am Ohr rumfummeln. So ein bisschen kann man hier die Vene schön sehen. Natürlich ist eher die normale Haltung für das Nashorn, die Ohren gerade zu haben oder halt eher nach hinten. Und nicht wirklich extrem nach vorne zu beugen. Dadurch müssen wir natürlich immer ein bisschen Stand, wirklich die Ohren leicht nach vorne biegen. Und wenn sie das einfach wirklich schon kennt, oh, okay, die fummeln da immer an meinem Ohr rum, da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Stand. Dann ärgern wir sie zum Beispiel manchmal auch immer noch. Wir fangen halt an mit dem Zahnstocher. Dann haben wir natürlich hier Zahnstocher einfach noch ein bisschen. Ja, ist nicht schön, ich weiß. Zuckst ein bisschen, ne? Dass sie einfach das verbindet. Ah, okay, da ist nichts Schlimmes dran. Die fummeln mir am Ohr rum, ein bisschen pieken sie mich. Aber dafür werde ich ja gestreichelt oder krieg Futter. Ine, stand. Man darf es nicht überreizen, dass man es wirklich einfach zu lange macht, dass man es 5 Minuten, 10 Minuten macht, wo das Tier irgendwann einfach schon keinen Bock mehr hat und dann von sich aus denkt, nee. Jetzt reicht mir das, jetzt stehe ich hier die ganze Zeit da, hab keinen Bock mehr und geht einfach. Das wäre ein blödes Ende fürs Training, weil sie das dann beendet hat und es nicht positiv beendet hat. Daher immer positiv beenden heißt, ohne dass irgendwas planen, dass man was von ihr verlangt. Man füttert sie einfach mit ein paar schönen leckeren Sachen. Man streichelt sie nochmal. So fein, Ine. Und dann war's das. Noch ein wenig Training und Vorbereitung. Dann ist sie bereit für den Check-up mitsamt Blutabnahme. Gute Besserung, Ine. Die scheuen Wickelbären bekommen Besuch von Tierpfleger Peter Kalinke. Hey, meine Süße. Na? Ist die kleine auch da? Ja, wir haben ein Geschenk mitgebracht. Ja, lass es dir schmecken. So, Mama muss einen Platz für den Kleinen. Hey, was ist mit dir los? Oh, hat er so eine Angst? Ein ängstliches Jungtier lebt hier zusammen mit 4 erwachsenen Wickelbären. Was ist los? Bist du aufgeregt? Hm? Ja, normalerweise ist die Kleine eigentlich diejenige, die immer alles wegfrisst. Aber heute hält sie sich schön zurück, weil sie ist richtig schön pummelig schon. Müsste man sie ja fast mal auf Diät setzen. Oh, du bist nicht so gut drauf. Oh, Banane probieren? Na komm, jetzt hier. Ja, hat sie heute einen schlechten Tag. Mal gucken, ob Mami hier noch eine Banane will. Aber die Kleine, die will ja gar nichts. Ja, sie scheint irgendwie ein bisschen sauer zu sein. Kleine, die faucht hier so ein bisschen rum. Normalerweise frisst die junge Wickelbärin sehr gut. Das Füttern aus der Hand soll sie an den Kontakt mit Menschen gewöhnen. Heute gehen die Leckerbissen jedoch an ihre Mutter. Komm. Lass es dir schmecken. In dem Gehege gibt es genug Höhlen und Schlafkisten für alle Wickelbären. Oh,
Also die Mutter, die ist eigentlich ziemlich gut im Futter. Also sieht okay aus, aber die Kleine ist eben ziemlich pummelig und dadurch, die könnte ruhig mal ein bisschen weniger vertragen, aber die frisst eben den anderen alles weg. Außer jetzt hält sie sich hier wirklich zurück. Aber vielleicht taut sie ja langsam mal auf hier. Das Jungtier ist auf jeden Fall zutraulicher, als ich dachte. Und ich habe ja eigentlich vor, mit dem Kleinen so ein Klickertraining zu machen. Aber irgendwie, manchmal will es, manchmal will es nicht. Und ich finde einfach kein Leckerli, wo ich jetzt weiß, dass die Kleine jeden Tag drauf abfährt. Und deshalb bin ich jetzt noch mal rumexperimentieren. Von Insekten, verschiedenste Früchte, Honig, alles. Aber einen Tag mögen sie es, am nächsten Tag wollen sie es nicht mehr sehen. Und da brauche ich irgendwas, damit ich sie locken kann. Dann werde ich euch jetzt mal weiter schlafen lassen. Hm? War noch ein bisschen früh heute gewesen. So. Peter Kalinke hinterlässt noch ein Abschiedsgeschenk, das von den Wickelbären aber schnöde ignoriert wird. Es ist wohl einfach nicht die richtige Uhrzeit für einen Überraschungsbesuch bei den nachtaktiven Kleinbären. Das nächste Mal also besser später vorbeischauen.